In dieser Lektion, die nicht so sehr lang wird, möchte ich Ihnen einige automatische Markup-Techniken vorstellen. Um diese Techniken nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Funktion Kommentieren aktiviert haben. Sie klicken dafür einfach auf Kommentieren und dann sehen Sie, dass Sie hier die Kommentarleiste haben und dass Sie hier oben die entsprechenden Möglichkeiten als Icons angezeigt bekommen. Sie können jetzt hingehen, ohne dass Sie eine dieser Möglichkeiten hier auswählen müssen, und markieren einfach einen Text, zum Beispiel von überall aus arbeiten, und dann schreiben Sie einfach etwas, wie zum Beispiel, ja, das ist eine gute Idee, Punkt. Und so wie Sie sehen, haben wir jetzt hier den Text automatisch drin von dem Kommentar. Ich klicke hier auf Beitragen und dann habe ich den Text auch hier drin. Und wir sehen natürlich auch, dass der Kommentar hier oben drin ist. Wenn Sie etwas aus einem Text in der Endfassung herausgenommen haben möchten, ist es auch mit dieser Technik relativ einfach. Wenn wir zum Beispiel diese dritte Zeile hier im Endeffekt nicht haben möchten, dann markieren Sie einfach die Zeile und dann drücken Sie entweder die Entferntaste oder die Backspace, also Zurücktaste. Ich drücke hier jetzt einmal auf Entfernen und dann sehen Sie sofort, dass dieser Text hier rot durchgestrichen ist und dass ich gar nichts anderes gemacht habe als markieren und eine Taste zu drücken. Sie haben auch die Möglichkeit, einfach irgendwo zwischen einige Wörter zu tippen, zum Beispiel und Adobe, und dann schreiben Sie einfach irgendetwas, also nicht irgendetwas, sondern das, was Sie haben möchten, so wie ich hier jetzt diese Gs eingegeben habe, klicken auf Beitragen und schon haben Sie das dort drin. Ich schließe das jetzt hier und ich schließe auch die Kommentierfunktion, indem ich hier auf Schließen klicke. Und dann schauen wir uns noch etwas weiteres an. Wenn ich jetzt beispielsweise hier diesen Text Hilfe von Adobe erhalten markiere mit der linken gedrückten Maustaste und dann die Maustaste loslasse, dann bekomme ich hier die Tooltip-Text. Ich kann hier direkt draufklicken und den Text unterstreichen. Ich kann hier draufklicken und den Text durchstreichen. Und ich kann hier draufklicken und den Text hervorheben. Die rechte Funktion, die wir hier drin haben, Text und Bilder bearbeiten, ist hier zwar angezeigt, funktioniert aber wieder nicht in der kostenlosen Acrobat Reader Version, sondern nur in der kostenpflichtigen Acrobat Version. Wenn Sie dort draufklicken, bekommen Sie hier dieses übliche Fenster und Sie können 7 Tage kostenlos testen. Da muss ich ja nicht weiter drauf eingehen, das haben wir ja schon öfter gesehen. So, das war es zu diesem Thema automatisierte Markup-Techniken.